Moin, moin, heiße ich dich alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen Wigan Athletics dort. Also, wir spielen mit Ryan Jellyfish, nachdem wir ja jetzt viele Freundschaftsspiele gespielt haben. Geht es endlich wieder darum, um was Ernstes, was mich halt tierisch genervt hat, dass wir so viele Freundschaftsspiele gespielt haben. Aber so ist es. Wir spielen um die Tabellenführung. Ich habe eben noch, bevor ich diese Partie mir angeguckt habe, habe ich gesehen, wenn wir heute gewinnen, sind wir Tabellenführer. Das heißt im Endeffekt, dass die anderen Teams ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und wir dementsprechend mit unseren Hausaufgaben dann unsere 1 abholen können, wenn man das mal jetzt so nüchtern betrachten darf. So, also, los geht's. Gegen Wigan Athletics. Damit willkommen aus der Barclay Premier League. So. Ja. Wigan Athletics ohne Stadion. Irgendwie immer noch. Schauen wir mal, wann das denn so sein wird, dass die ja wirklich ein generiertes Stadion haben. Aber Wigan Athletics ist aufgestiegen bei uns. Und spielt halt jetzt bei uns Premier League. Was in echt, glaube ich, nicht der Fall ist. Nö. Sonst hätten sie ja ein Stadion. Klingt logisch. Klingt logisch. Ja, bei uns ist Leicester City, die ja in echt kurz davor sind, die Meisterschaft zu holen. Oder schon die Meisterschaft geholt haben, je nachdem, wann ihr dieses guckt. Bei uns in der zweiten Liga, die sind ja letzte Saison abgestiegen. So. Also die Tabelle. Wie gesagt, wenn wir gewinnen, sind wir Tabellenführer. Also wir müssen gewinnen. So, die Aufstellung von Wigan Athletics. Ja, der ein oder andere Bekannte ist da drunter. Heute spielen sie mit Fünferkette hinten. Natürlich Absicherung pur. Man weiß ja, dass der Gegner Tabellendritter ist, also wir. Und weiß auch ganz genau, wenn wir jetzt hier gewinnen sollten, sind wir auf 1. Für Wigan geht es, glaube ich, aber gegen den Abstieg oder sowas. Naja. Damit willkommen. Also, heute geht es um vieles und Gott sei Dank endlich um wieder etwas. Also, dementsprechend. Ja, der Beer Pro Club. Im Endeffekt ist es ja der hier. Wie wir das bei FIFA 17 machen werden, wollen, tun, müssen, können, dürfen. Müssen wir gucken. Aber tendenziell. Schauen wir einfach mal, also tendenziell weiß ich noch gar nicht, wie wir das dann gestalten werden. Also ich glaube, wir werden genauso wieder hier agieren. Teamtechnisch, wenn ja Newcastle in echt absteigt, werden wir auf jeden Fall weggehen von Newcastle. Also das steht schon fest. Wir werden nicht zweite Liga spielen. Ausgenommen natürlich, ihr sagt von wegen, ja, wir spielen genauso weiter, wie wir bisher gespielt haben. Dann ist es egal und das war der Pfosten. So. Ryan Jellyfish. Rausspielen wieder, weil. Was sollen wir machen? So, jetzt aber! Wieder Pfosten! Unfassbar! Also, wir haben schon Drang nach vorne. Aber der Drang ist noch nicht gut genug. So, kein Foul. Schiedsrichter sieht das vollkommen richtig. Ja, heute 1. Mai. Ne? Normalerweise, Bundesliga läuft ja heute nicht. Wegen dem 1. Mai. In anderen Ländern läuft trotzdem Fußball. Das ist denen noch Wurst, ob der 1. Mai ist oder nicht. Bei uns ist es nur ein Feiertag in Deutschland. Ich glaube, in Österreich und der Schweiz ist auch heute kein Feiertag. So, jetzt die Möglichkeit und er kriegt ihn wieder. So, mit der Hacke weitergeleitet und das 1:0! Jorginho Wijnaldum! Da trifft er und damit führen wir. Und das ist wichtig, mit der Hacke weitergeleitet. Dementsprechend Torvorlage Ryan Jellyfish. Sehr schön. Dann haben wir die auch schon mal wieder, weil Torvorlagen müssen wir ja auch mittlerweile mal langsam machen. Das haben wir ja ein Problem. Aber unsere Nummer 5 trifft. Und damit sind wir Tabellenführer. So, natürlich die Meisterschaft wieder ganz enorm wichtig.
So, jetzt sagt der Trainer natürlich, ruhig Leute, ruhig. Na, jetzt hier nicht zu überhasten. So, aber nicht überhasten heißt auch wiederum mal hinten mitarbeiten. Leute, genau. Nicht nur beobachten, sondern auch mal was machen. Das war jetzt nicht sehr gut. Sehr schön. So, gut mitgenommen. Ryan Jellyfish. So, rüber in die Richtung Spitze. Rüber. Und das 2:0. Vorlage Nummer 5. So soll das Sturmduo klappen. Genau so. Da kommt der Keeper nicht ran. Das ist eigentlich nicht so schwierig, da ranzukommen. Also andere Torhüter hätten den locker gekriegt. Aber wenn du unten stehst, dann kassierst du auch so welche Dinger. Ist einfach so. Es ist einfach so. Dementsprechend Führung 2:0. Und jetzt merkt man auch schon wieder den Unterschied. Oder? Man merkt den Unterschied dieses Spiels. Dieses Stellenwertes des Spiels. So, jetzt die nächste Möglichkeit und es gibt Eckball. Den hat er noch abgeblockt. Nein, hat er nicht. Den hat er nicht abgeblockt. Ah, schade. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, wo kommen wir dann am nächsten hin? Da. Sehr schön. So. Genau, Wijnaldum. Immer schön zu meinem Sturmpartner gucken, passen, wie auch immer. Ja, wie vorhin erwähnt, wir können wieder dann dasselbe machen wie jetzt in dieser Saison. Dass nach der Saison wir sozusagen die Saison übernehmen! Die Saison übernehmen, Ryan Jellyfish. Wenn wir die Saison nämlich übernehmen, ja, da ist ja Newcastle auf jeden Fall, also wir sind auf jeden Fall dann in Liga 1 aktuell Tendenz Meister. Tendenz Champions League. So kann das laufen. Ryan Jellyfish. 3:0. Aber ich glaube, wir sollten am ehesten wechseln. Ne? Also es geht jetzt dann darum, wohin wir wechseln. Wir werden ja dem Computer dann wieder die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, wo wir denn hin dürfen. Aber die englische Meisterschaft dann auch im Petto. Also aktuell sind wir ja, haben wir die Meisterschaft in Australien geholt. Nämlich letzte Saison. Also nicht letzte Saison, sondern da in dem Spiel vorletzte Saison. Also eigentlich gar nicht, noch nicht mal in dem Spiel, sondern im vorigen Teil. Nämlich, als wir unsere Karriere angefangen haben. Also haben wir dort den Titel. Ich glaube, dieser Titel ist bislang auch unser einziger Titel, den wir bislang geholt haben. Ich wollte schon erholt sagen, aber das ist ja falsch. Also wir haben es ja nicht erholt. So, Freistoß. Ja, ich wollte an den Ball gehen. Der Schiedsrichter hat angezeigt. Na, Vorteil. Na. Super gemacht. Weitergeleitet. Sehr schön. Und jetzt wieder das Sturmduo. Das ist das Gute. Wenn du ein richtig ordentliches Sturmduo hast. Ja, das ist jetzt nicht so passend gewesen. Sehr schön. Wenn du ein richtig gutes Sturmduo hast, dann kannst du vieles machen. So, Halbzeit ist gleich und wir sind schon sehr angeschlagen. Sehr schön. So. Jetzt wieder langsam nach vorne. Das reicht. Langsam nach vorne. Eine Minute extra Time. Es ist nicht eine Minute extra Time, sondern Abpfiff, Halbzeit, nämlich 3:0. Also somit sind wir Tabellenführer. Yay! Am Anfang noch extrem schwer getan, aber danach im Laufe des Spiels lief es.
So, und damit hoffen wir jetzt mal, dass hier in der zweiten Halbzeit genau dasselbe nochmal abläuft. Also, dass wir hier auch weiterhin die Tore schießen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ja, kommt dran vorbei und schön gemacht. So, rüber mit dem Ball, wollte ich sagen. So. Genau, wieder langsam angehen. Wir haben eine gute Note. Schade. Okay, kein Einwurf für uns. Doch Einwurf für uns. Ich wollte schon sagen, hä? Kein Einwurf für uns. Ah, Mist. Aber wir haben ihn wieder. Da ist er. Wieder Aldom. Schön gemacht, rübergelegt. Und schade. Note 8,8, das ist schon heftig. Also das, okay, wir sind an zwei Toren beteiligt. Also wir wuseln ja grundsätzlich ziemlich viel rum. Sind an zwei Toren beteiligt, also das sollte schon alles gut werden. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen vorne warten. Hoffen ein bisschen darauf, dass hier das gleich zu null bleibt. Sehr schön. Und jetzt ab dafür. Jellyfish. Ja, wir haben jetzt niemanden da vorne mit, ne? Ah, den Catch da oben. Den Catch da oben. Eigentlich hätte er dafür auch gelb kriegen können. Hat es nicht getan. 9-0 haben wir jetzt schon. Ja, machen die relativ gut dicht da. Da kommen die Spieler von Wigan Athletics nicht durch. So, und jetzt stören wir ihn auch noch. Also, gibt Einwurf, klar. Wechsel, Wigan. Und Wechsel uns. Doppelwechsel dort. Bei uns. Verlässt, glaube ich, Wijnaldum um das Feld. Oder? Gucken wir mal. Ja, Jorginho verlässt das Feld. Mit seinem Tor hat er heute ziemlich viel geholfen. Mit seiner Vorlage ebenfalls. Dafür De Jong jetzt drinne. Der wird wahrscheinlich eher defensiv agieren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Flanke, ja, das kann unser Torwart, also sowas von easy. So, nächste Möglichkeit, sehr schön. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo können wir am ehesten hin rüberpassen erstmal. Erstmal hier suchen einen Ort vom Freilaufen. Ja, stehen alle sehr schön dicht. So, gut gemacht. So, weiter. Ja, ich wollte den Pass anfordern, dass ich dann dahin spielen kann. Ja, alles gut. Alles gut. So. Weiterhin immer schön in die Zweikämpfe gehen. Immer schön in die Zweikämpfe gehen. So, wo bist du? Da bist du. Ja, nein, schade. Oder? Kriegst du den noch? Nee, kriegst nicht mehr. So, Kontermöglichkeit für Wigan Athletics. Das ist, denkst du, das wird nichts. Das wird nichts. So, jetzt die Kontermöglichkeit für uns. Ja. War jetzt keiner da. Na, theoretisch hätten wir noch warten müssen ein bisschen, klar. Aber dadurch, dass hier keiner ist, ist es natürlich nicht so gut. So, jetzt. Schön gemacht. 81. Minute haben wir schon. Ah. Hätte er den jetzt nach vorne gepasst, dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätten wir das 4-0 gemacht, dann, weil wir standen da so schön. Ah, wir stehen nur am Abseits. Den spielen wir uns nicht an. Und Ecke. Ecke, nächster Wechsel. Joa. Lassen uns schön Zeit. Wir führen ja hier deutlich. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie ein knappes Ding haben und schnell machen müssen. Ah, schade. So, nächster Flankenball. Vielleicht, eventuell, maybe. Dann will er es alleine machen.
Und es gibt Elfmeter wegen Handspiel. Oh je. Wir dürfen nicht. De Jong darf. De Jong mit der Chance. 4-0. Schön, schön, schön. Sehr schön. Also, so können wir zumindest weiterhin gut dabei sein in Richtung Premier League Meister. Als nächstes geht's für uns gegen Crystal Palace. Also, wir spielen erst, glaube ich, relativ. Wir spielen erst wieder zur Rückrunde gegen die Kandidaten, die oben auch sind. Also gegen AS London und auch gegen Manchester. So, eine Top-Note. Es ist ein Top-Spiel heute gewesen für uns. Wigan Athletics hatte heute keine Chance. Also klar, die hatten Chancen ausgespielt, ja, aber hatten heute, ja, unser Spieler in Top-Form, das muss man so bezeichnen. Der war heute bestens drauf. So, De Jong. Und das nicht 5-0 schon. Ist egal. Ist egal am Abschluss, wenn du 4-0 gewinnst, ist es auch gut. 4-0. Ja, Doppelpack Jellyfish. Und ja, wir können uns freuen. Ich glaube, wir sind sogar Spieler des Tages. Da gucken wir gleich mal drauf. So, mit einer 9-6, also wie gesagt, wir haben eine Torvorlage abgegeben und zwei Tore. Wir waren an drei Toren beteiligt, der Elfmeter nicht. Wir sind Spieler des Tages. Wir sind, im Elfmeter waren wir nicht beteiligt, macht aber nichts und ja. Ja. So, also wie gesagt, wir spielen als nächstes gegen Crystal Palace. Wir haben die dritte Torvorlage gelegt und das ist natürlich gut, warum auch immer das orange ist jetzt. Prognose 40 Tore, Abschluss der Saison 40 Tore. Wird wahrscheinlich eher weniger was, aber ist okay. Ja, 5 Tore vorbereiten in dieser Saison, Prognose ist 8, ist realistisch. Und wie gesagt, wir sind auf Platz 1. Wir sind auf Platz 1 in der Tabelle nach 13 Spieltagen. Ja, Wigan Athletics ist letzter. Die haben noch nicht mal irgendwie die haben noch nicht mal einmal gewonnen. Wir spielen als nächstes gegen den nächsten Abstiegsaspiranten, nämlich gegen Crystal Palace. Und das nächstes Mal. Und das am, Christi Himmelfahrt. Also, wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, ich kann niemanden so zwingen. Tschüss!